Herzlich willkommen, ich begrüße Sie bei der Orientierung. Die Geburt Jesu haben Christen auf der ganzen Welt in diesen Tagen gefeiert. Und auch für Muslime spielt Jesus eine wichtige Rolle. Zwar nicht als Sohn Gottes, aber als Prophet. Der Koran erzählt die Geschichte seiner Geburt. Dennoch, die große theologische Bedeutung, die die Geburt Jesu im Christentum hat, hat sie im Islam nicht. Der muslimische Festkalender kennt auch kein Weihnachten. Was also fangen gläubige Muslime in Österreich mit der christlichen Weihnachtstradition an? Ursula Unterberger hat sich vor allem bei jungen Musliminnen und Muslimen hierzulande umgehört. Der Adventmarkt am Spittelberg in Wien, wenige Tage vor Weihnachten. Ein Glühwein hier ist für viele trotz Kälte ein Fixpunkt. Für die Schülerinnen und Schüler des Islamischen Realgymnasiums in Wien gibt es alkoholfreies Kinderpunsch. Hallo, mein Name ist Amin, mein Vater kommt aus Ägypten, meine Mutter aus Österreich. Hallo, ich bin Jasmin, mein Vater kommt aus Jordanien, meine Mutter aus Österreich. Hallo, mein Name ist Linda und meine Eltern kommen aus Palästina. Hallo, ich bin Islam und meine Eltern kommen aus Mazedonien. Hallo, ich bin der Omar, meine Eltern kommen aus Palästina. Wie verbringen die muslimischen Jugendlichen den 24. Dezember? Jasmin, ihre Mutter ist zum Islam konvertiert, verbringt Weihnachten bei ihren christlichen Großeltern, so wie fast jedes Jahr. Die ganze Familie versammelt sich bei meiner Oma. Die Oma tut halt eine Woche davor schon Kekse backen, Urstress, das und dies. Und ja, und dann am Weihnachtsabend sitzen wir halt alle gemeinsam und die kleinen Cousinen und alles spielen dann herum und freuen sich schon auf die Geschenke. Wobei ich freue mich eigentlich auch. Oder? Und ja. Ja, eigentlich ist an dem Tag nichts Besonderes, weil ich halt kein Weihnachten feiere und so, aber es kommt halt Besuch und so, die geben auch Geschenke. Auch Amin und Oma erleben Weihnachten auf ganz verschiedene Weise. Ob sie feiern? Ich ja, mit meinen Großeltern. Meine Mutter kommt ja aus Österreich, Abstammung wie als von Wien. Darauf habe ich auch noch römisch-katholische Großeltern und den feiere ich jedes Weihnachten. Also ich feiere Weihnachten nicht gerade direkt, aber wenn Freunde oder also christliche Freunde, Nachbarn, Bekannte es feiern, gratuliere ich ihnen, vielleicht mit Geschenken. Wir feiern manchmal mit ihnen auch, also wir werden eingeladen, so, essen zusammen alle, aber nicht gerade direkt bei mir zu Hause. Zu Hause bei der türkischen Familie Tunca. Der Vater von vier Kindern unterrichtet angehende islamische Religionslehrer und Lehrerinnen. Mit seiner Familie lebt er schon seit Jahren in Österreich. Wie sie die Tage vor Weihnachten erleben und wie ihr 24. Dezember aussieht, erzählen sie während des Abendessens. Weihnachten gehört halt mal zum Leben, so circa. Wir feiern es zwar nicht, aber im Dezember, im Winter gehört es halt mal dazu. Und in der Klasse bekommt man es mit, weil alle von Weihnachtsgeschenken reden und dass es anstrengend ist und so. So bekommt man es halt mit. Naja, der 24. Dezember schaut bei uns ganz normal aus, so wie jetzt halt. Weihnachten als Fest hat keine theologische Bedeutung für Muslime, auch wenn Jesus als Prophet eine große Rolle spielt. Im Koran hat Jesus eine wichtige Stelle. In den verschiedenen Stellen im Koran wurde er und seine Mutter erwähnt. Also daran und seine Existenz, seine Botschaft zu glauben, ist ein Glaubensbekenntnis im Islam. Das ist eine Pflicht. Also kann man nicht als Muslim betrachten, ohne ihn zu glauben. Im Koran wird Jesus in 14 Suren erwähnt. In Sure 19, die den Namen Mariam, also Maria, trägt, wird die Geburtsgeschichte Jesu erzählt. Kein Stall in Bethlehem, kein Josef und keine Hirten, sondern die Jungfrau Mariam, die Jesus allein unter einer Dattelpalme zur Welt bringt. Wie verhält man sich nun als gläubiger Muslim in Österreich zur Weihnachtszeit? Darf man als Muslim überhaupt Weihnachten feiern, beziehungsweise mitfeiern? Die Kultur des Korans und der Überlieferung des Propheten ist nicht konservativ. Also wir vermeiden nicht als Muslimen teilzunehmen von der Feiern der anderen Kulturen. Nicht konservative Verhalten, aber
respektieren natürlich, aber daneben müssen wir auf unsere eigene Werte und Tradition aufbewahren. Die eigene Tradition bewahren und dennoch mitleben mit Christen. Das spielt auch im Leben der muslimischen Jugendlichen eine wichtige Rolle. Also bei uns im Wohnbau ist es auch genauso. Wir tun Glück wünschen und wenn bei uns zum Beispiel auch ein Feiertag ist, kommen sie und tun uns auch Glück wünschen. Und ja. Ja, halt bei uns zum Beispiel, unter uns sind so halt Christen und so. Sie kommen dann halt so am 24. und geben so Geschenke und so. Manchmal geben sie auch Wein und so, aber wir nehmen es an und so. Aber wir tun es nicht, oder? Nein, wir tun es nicht. Wir freuen uns mit denen. Es ist einfach ein Fest. Und bei Festen freut man sich einfach. So. Ja, so ist es.